Einen traumhaften guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge XCOM 2. Wir befinden uns im Hauptquartier der Alien-Frau. Und wir sollen sie auslöschen. Und ja, ich gehe sehr, 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 sehr langsam vor. Das mache ich aber wirklich mit Absicht, weil ich keine Lust habe, dass einer von unseren Leuten hier drauf geht. Ich befinde mich immer noch in derselben Aufnahmesession wie das letzte Mal. Das heißt, ich habe noch keine Kommentare gelesen. Ich habe noch keine weiteren Kurzgeschichten von Tess. Es ist alles noch beim Alten, aber wir machen jetzt hier weiter. Gut, wir gehen Stück für Stück vor. Einmal hier Distanzschuss. Dann würde ich sagen, ja, das ist ein bisschen zu weit hinten inzwischen. Das auch. Feuerschutz, Feuerschutz. So, jetzt können wir hier mal ein bisschen weiter nach vorne gehen, würde ich sagen. Bis hierhin, das reicht. Okay. Flecken. Soll dann auch ein bisschen nach vorne gehen. Wir müssen die Halbdeckung mal nehmen. Und du gehst jetzt nach vorne. Kasua. Und auf Feuerschutzposition. Pratal Mox kommt dazu. Max Racer stürmt jetzt ein Stück nach vorne. Das ist okay. Ah. Endlich ein echter Kampf. Gute Arbeit, XCOM. Ihr habt euch einen guten Tod verdient. So, da ist sie. Also gut, wir haben uns diesen Dingern schon einmal gestellt und wir können es wieder schaffen. Gott sei Dank. Was auch immer passiert, nur eine Seite wird überleben. Ganz recht. So. Attentäterin. Dairei Tessura. Die Geisthexe. Okay, Stärken. Explosionsschild. Immun gegen Explosionen. Das ist natürlich blöd. Kann wilde Verbündete herbeirufen. Die sind allerdings nicht gegen Explosionen immun, was wieder gut ist. Brutal. Angriffe reduzieren den Willen aller Soldaten innerhalb des Sichtbereichs. Schattenschritt. Dieser Auserwählte löst weder Feuerschutz noch Reflexschüsse aus. Das könnte ein Problem werden. Spröde. Er leidet zusätzlichen Schaden durch Angriffe aus kurzer Distanz. Das ist gut. Widersacher, Schnitter. Er leidet zusätzlichen Schaden durch Schnitter. Wir haben keinen Schnitter dabei. War vielleicht ein bisschen dumm. Aber gut. Pratal Mox hat zum Glück widerstanden. Der Angst vor ihr. Das ist schon mal gar nicht so verkehrt. Okay, Feuerschutz wird nichts bringen. Feuerschutz wird nichts bringen. Das heißt, wir bringen uns hier in eine schöne Position. Und versuchen einfach gegen die Hexe alles zu tun, was in unserer Macht steht. Feuerschutz bringt ja nichts. Schon unterwegs. Halte Stellung. Na los, zeigt euch. So, wo bist du? Da bist du. Ich verspreche euch einen schnellen Tod. Du Miststück. Du wirst nicht lange leiden. Ich muss mich zurückziehen. Ich werde nicht unterliegen. Weder Kräfte noch zahlenmäßig. Das würde ich so nicht unterschreiben. Okay, wir sollten trotzdem mit Feuerschutz arbeiten. Wegen den Viechern. Verdammt daneben. Das ist nicht gut. Okay, da, wenn sie jetzt verschwindet, ist das echt mies.
einen von uns hat's erwischt. In diesem Zustand ist er für die Auserwählten leichte Beute. Auf die Beine stellen. Sofort. Revitalisierungsprotokoll einsetzen. Er muss wieder auf die Beine kommen. So, da ist er wieder da. Revitalisiert. Und zu allem bereit. Okay, jetzt müssen wir gucken, wie wir das machen. Das ist zu wenig. Das heißt, sie kümmert sich mal um das Vieh. Duckt euch! So, das Vieh ist erstmal Matsch. Sehr schön. Sie steht... Sie sieht sie nicht. Sie sieht sie einfach nicht. Ich krieg die Krise. Weißt du was? Hier, bang. Fang das doch. Explosionsschild. Ich hab's vergessen. Ich bin so dumm. Aber die Deckung ist weg. Aber die Deckung ist weg. Ja, 10 Schaden. Perfekt. Das reicht nicht, um mich aufzuhalten. 65. Er könnte auch nochmal. Er hat 100%. Ich kann aber Folgendes machen. Zorn? Der Peitschenhieb. Zorn, da würde ich mich zu ihr hinziehen, ne? Hinzuziehen und mit einer Klaue anzugreifen. Ja, das ist jetzt nicht das Richtige, glaube ich. Hm. 65% Feuer. 6 Schaden. Sehr gut. Die Ältesten geben mir die Kraft, weiterzukämpfen. Naja, mal gucken, wie lang noch. Daneben, verdammt! Nicht mal knapp. Das war nicht gut. Warum greift ihr an, wenn ihr nicht dazu bereit seid? Der muss weg, weil sonst greift er mich an. So, Pratal Mox ist wieder an der Reihe. Weißt du was? Wir machen einfach. Kann ich sie ausschalten, wenn ich feuer? Nein. Wir machen den hier. Peitschenhieb. So, jetzt kriegt sie erstmal einen Elektroschlag. Ich werde erst aufhören. Der letzte deiner Art tot ist. Und jetzt feuere ich ihr noch eine fette Breitseite ins Gesicht. 64%. Weißt du was? Wir machen das anders. Nee, Scharfschützen kann ich ja nicht geben. Die haben ja da nur Pistolenschuss. Die haben ja dann nur Pistolenschuss. Explosionsschaden bringen nichts. Ich vertraue auf den 64%. Ja. War's das? Haben wir es geschafft? Doktor, das Gerät scheint eine Art Psi-Kondensator zu sein, der unglaubliche Mengen von Psi-Energie direkt auf den Auserwählten überträgt und ihn heilt. Kein Wunder, dass diese... Haben Sie etwa geglaubt, dass es so leicht wäre? Okay, wir müssen also das Ding zerstören. Auf die Pflanze achten, sie bewegen sich! Verdammt leer geschossen. Ich bin bereit. Du musst nachladen, es geht nicht anders. Mit dem Pistolenschuss, das bringt halt nichts. ...63, das ist zu wenig.
Meine Munition wird knapp. Ah, Gott. Ich weiß nicht, ob der Raketenwerfer bei dem Ding was mehr bringt oder nicht. Ich probier's. 6 Schaden. Ah, hat immerhin was gebracht. So. Konfrontation. Feuere mit deiner Pistole auf jeden sichtbaren Feind einen Schuss ab. Mach ich. Daneben. War ja klar. Das war nichts. Prater Nox. Ich setze eine Falle. Wieder daneben. Ich feuer jetzt alles, was ich habe, auf das Ding. Oh nee, nicht noch einer. Gott sei Dank widerstanden. Oh nee, nicht so einer. Tja, das ist eine Attrappe. Blöd gelaufen. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Prater Mox ist leer geschossen, das heißt, ich muss sowieso was anderes machen. Gerechtigkeit. Den heranzuziehen würde nicht viel bringen. Den kann ich nicht heranziehen. Wieso kann ich den eigentlich nicht heranziehen? Doch, das geht doch. Ach so, er hat sich rangezogen. Ja, blöd. Das war so nicht geplant. Dumm. Kampfrausch. Ja, kannst du machen. Ist mir eigentlich ziemlich egal. ...63. Aber dann wäre er weg. Komm, bitte treff. Ja! Damit ist er weg. Sehr geil. Sehr, sehr geil. So, wir haben hier nochmal einmal auf das Ding. 8 Schaden. So, Pratal Mox. Gerechtigkeit. Komm mal her. 6 Schaden. Jetzt klont er sich. Ist aber auch kein großes Problem. Wir haben noch die 3. Da dürfte es dann gewesen sein mit dem Heilen. Tja, ist im Eimer. Ich hoffe, das ist ein gutes Zeichen. Ja, der Regenerationsprozess wurde unterbrochen. Die Werte des Kondensators deuten an, dass er äußerst instabil geworden ist. Dann werfen wir diesem Auserwählten alles entgegen, was wir haben. So ist es. So machen wir das. Kettenschuss. Ja, das bringt aber auch nichts. Er kann ihn ausschalten. Ich hoffe, er schaltet ihn auch aus. Nein! Daneben. Das war nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Ich entscheide mich für Unterstützungsfeuer.
Na, sieh mal, wer da ist. Widerstanden. Gott sei Dank. Wir haben so ein Glück. Psi-Bombe. Ah, jetzt haben wir keine Munition. Ja. Das hat geklappt. Er hat sich bewegt und ist jetzt Matsch. Sehr gut. Okay. So, wir haben hier noch einen Schuss. Wir laden hier mal nach. Und Feuerschutz. Hier müssen wir weg. Sehr gut. Dann kannst du auch nachladen, bitte. Prater Mox muss auch nachladen. Und kann sich dann hier hinstellen. Ich werde mich bewegen. Für deinesgleichen gibt es keine Versöhnung, Verräter. Kämpf und stirb ehrenvoll. Oder krepier einfach. Alter, krepier einfach. So, der da hinten muss weg, der nervt. Nein! Wieder daneben. Nein, das war ganz und gar nicht gut. Das war nicht gut. Einmal hier rüber, bitte. Wir könnten einmal nachladen. Hilfsprotokoll, Gremlin-Heilung. Ich schmeiß jetzt hier einmal einen falschen noch. Den haben wir ja noch. So, das ist, glaube ich, gar nicht so dumm, die Idee. So, und einmal hier Sweet. Die darf mal hier hin. Auf jeden Fall aus der Reichweite von dem Ding da raus. Jetzt macht's bumm. Hat ihm aber nicht viel gebracht. So, der teleportiert sich. Das wird jetzt wehtun wahrscheinlich. Tja, das ist aber eine Attrappe. So, jetzt kommt das Miststück. Pratal Mox ist benommen. Die Wände im Schilf. So, wir holen erstmal Pratal Mox zurück. So, das hat ganz gut geklappt. Dann würde ich Gremlin Heilung empfehlen. Einmal auf Mox. Sie hat sich natürlich jetzt eine verdammt eklige Position ausgesucht, weil da komme ich nicht wirklich ran. Hier sind wir auch leer geschossen. Oh Mann. Einmal hier heilen bitte. Das hätte ich vorhin schon machen sollen. Zum Glück habe ich zwei Spezialisten dabei. So, sehr gut. Auch leer geschossen, sweet. Ich habe aber eine kleine Idee, die ich aber nicht mehr durchführen kann. Verdammt. Nee, das geht nicht mehr. Sie sitzt auf jeden Fall da hinten. Und das ist ein bisschen blöd. Und da klingelt mein Handy. Schön, ich hätte es ja auch lautlos machen können. Ich Hirsch. Mach ich mal lautlos. So. Ein bisschen können wir noch machen, würde ich sagen, bevor wir die Folge beenden. Pratal Mox.
Ich sehe sie halt nicht. Sie steht halt hier. Ich probiere das. Ich probiere das einfach. Jetzt sehe ich sie nämlich. ...44 kritisch. Geil! 6 Treffer. Ich werde mir jede einzelne Beleidigung durch deinesgleichen merken. Todeszone bestätigt. So. Sie sieht sie jetzt und könnte sie ausschalten. Aber bevor wir diesen Schuss wagen, würde ich gerne den hier ausschalten. Die Frostbombe hebe ich mir mal auf. Aber die Säuregranate brauche ich jetzt wirklich nicht mehr. Die kannst du haben. Ich hoffe, die wirkt bei ihm auch. Ja, wirkt bei ihm auch. Jetzt blubbert er ein bisschen und ist tot. Das ist schön. Wenn die Ältesten mehr erwartet hätten, wäre ich hier. Hupt, Entschuldigung. Das war die falsche Taste. So, ich habe nur noch die beiden. Ich lade mit ihm mal kurz nach nochmal. Und jetzt hängt alles von Kasua ab. Wenn Kasua jetzt trifft, müsste sie down sein. Verdammt. Beim nächsten Mal treffe ich ihn. Feigheit. Getarnt als Strategie. Meine Reserven sind unerschöpflich. Oh Gott. Nein! Doch nicht die. Neun. Das ist ungeil. Neun. Ich krieg dich schon noch, du Miststück. In Rage, in Rage. Sie bewegt sich. Ah, aber sie bewegt sich nicht innerhalb des... Was macht sie? Was macht sie? Was macht sie? Nein! Benommen, benommen, benommen. Alter! Das... Er muss sie jetzt hochholen, ne? Oh Gott. Ich habe nur die beiden, die nicht getroffen wurden. Position bestätigt. Du kommst in Ordnung. Ich hätte mich hier hinstellen sollen, dann hätte ich, glaube ich, gleich beide machen können, oder? Ich bewundere ihre Loyalität, doch sie ist nutzlos. Das bringt mir nicht viel. Nicht bewegen, das wird schon wieder. Ich bin, was? Desorientiert, verdammt. Die zwei Berserker sind echt ein Problem gerade. Es hilft nichts. Deine Gesundheit kehrt zurück. Alles dreht sich. Das wären nur 4 Schaden, weil sie halt benommen ist. Egal.
3 Schaden. Mich hält nichts auf. Darauf würde ich mich nicht verlassen. Daneben! Mox! Wurdet ihr überhaupt für den Kampf ausgebildet? Na los, zeigt euch! Werfe Granate! Die Frostbombe war eigentlich nicht für das Vieh bestimmt. Aber das wird mir gerade ein bisschen zu gefährlich. Kein Mensch darf überleben. Gott sei Dank. Alter. Feind neutralisiert. Belangloser Verlust, der leicht zu ersetzen ist. Ich bin der Schatten. Ich fürchte den Tod nicht. Nur die Niederlage. Ich werde meine Pflicht gegenüber den Ältesten erfüllen. Und ihre Feinde auslöschen. Boah, Freunde, das ist... Oh Mann. Okay, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann ist die Alte endgültig dran. Ja, das ist echt ein langer Kampf. Das dauert echt, echt lang. Na gut, das ist halt nun mal so. So, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Salut! Pupillary response normal. Vital stabilizing. Procedure complete. Told them it would take more than that to keep you down. Welcome back, Commander.